Bald empfiehlt der TV Dag Marcelle den STV Willisau in einem Heimspiel. Aus diesem Anlass haben wir vom Willisauer Bot in Dag Marcelle ein bisschen umgefragt, wie denn die Chancen an diesem Handball-Derby so sind. Ich denke, Dag Marcelle gewinnt, weil Dag Marcelle, also ich spiele dort. Und es ist ja logisch, dass ich das denke. Und weil Dag Marcelle einfach fairer und mehr trainiert, denke ich mal. Also ich denke, dass Dag Marcelle gewinnt, weil ich bin auch schon aufs Training schaue und sie sind recht gut, finde ich. Und ja, ich denke nicht, dass Willisau so gut ist. Also mein Gefühl sagt mir, dass Dag Marcelle wird gewinnen. Weil ich auch für die EP und sie hier ständig unterstütze und hier Fähne mit ihnen und auch selber im Club aktiv bin. Ich denke, dass Dag Marcelle gewinnt. Weil wir haben jetzt in 3-4 Matches relativ schlecht ausgesehen. Und ich habe das Gefühl, das Derby kommt zum richtigen Zeitpunkt. Für mich ist das Handballspielen seit 15 Jahren etwas Wichtiges in meinem Leben. Das bedeutet mir, dass ich trainieren kann, mich fit halten und dass ich körperlich etwas machen und gegeneinander spielen kann. Das ist ein Teamgeist. Die ganze Atmosphäre von den Zuschauern, von den Spielern, wir können einander. Ist einfach ganz speziell. Unser Team ist sehr stark. In der letzten Zeit haben wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft, habe ich das Gefühl, aber das kommt mit der Zeit. Mir ist spannend geworden, TV Dag Marcelle, aus folgenden Gründen, dass die Junioren einen gewissen Rückhalt haben, finanziell, dass nicht alle Kosten auf Familie zurückgreifen. Handball ist ein sehr attraktiver Sport, ein schneller Sport, hat auch mit viel Gold zu tun. Also von dort her ist es ein sehr attraktiver Sport. Aber auch die Willisauer sind voll parat. Es dürfte also noch spannend werden am Samstag. Ich habe jahrelang selber in der ersten Mannschaft gespielt. Ich habe manches Derby in Dag Marcelle selber erlebt. Es sind immer spezielle Fights. Ich bin jetzt in der zweiten Mannschaft und spiele dort noch Handball. Ich denke, Willisau gewinnt, da sie einen super Start in die Saison hatten und momentan voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein spielen. Und ich denke, die gewinnen. Es wird schon ein schwieriger Kampf werden, weil Willisau ist jetzt gerade nicht schlecht drin und sie haben einen guten Lauf. Und von dem her wird es schon ein interessantes Derby werden. Auf unser Derby freuen wir sicher. Das freut sich, glaube ich, jeder Spieler. Aber bei Willisau oder bei Damasau spielt das Derby ist einfach etwas Spezielles. 1, 2, 3. Darf ich schnell schauen, was da drauf ist? Ja, ich bin so frech. Gut. Bist du frech, meinst du? Muss ich noch nicht gleich ein Brennen stehen, oder? Hey, Ross, schau an. Jetzt bist du auf der Straße. Werbung ist getroffen.